Hey Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play-Folge Minecraft. Ja, wir sind im Zwergenreich, ihr wisst es. So, wir können mal schon mal ein paar Fackeln erstellen. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, da habt ihr bestimmt mitbekommen, dass wir jede Menge Sachen gesammelt haben und die in den Ofen getan haben. Warum brennt der nicht? Ach, der ist voll. Oh, der ist voll. Okay. Jetzt brennen alle 8 Öfen, das ist schön. Wir können aber in der Zeit mal, wo das ganze Eisen brennt und schmilzt, können wir mal ein bisschen die Bäume hier vorweg machen. Die stören mich so ein bisschen. Das können wir mal so ein bisschen machen. Dann können wir uns gleich wieder neue schöne Spitzhacken aus Eisen herstellen. Dann wollen wir mal gucken, wie viel wir uns erstellen. So, und dann können wir die Folge mal ein bisschen weiter wieder in unseren Berg reingraben. So, das haben wir. Den machen wir auch mal weg. Zack, zack. Wo ist der Stamm? Da. Den machen wir auch erstmal die Axt kaputt. Dann haben wir unser Holzwerkzeug auch weg. Und noch einer. Dann müssten wir durch sein. Sehr schön. Holz brauchen wir auch später für den Innenausbau ein bisschen. Können wir nicht alles aus Stein machen. Den können wir auch mal wegmachen. Gucken, ob wir danach ganz oben kommen. Ich glaube es nicht. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen, wo wir die große Höhle entdeckt haben, die wir auch markiert haben. Ich weiß circa, wo sie ist. Da werden wir uns auf jeden Fall eine Leiter reinbauen, dass wir immer wieder da rein können, weil ich glaube, die ist noch riesig. Die ist auf jeden Fall noch riesig. Ihr habt es gesehen, da sind so viele Abzweigungen und da ist auch so viel Kohle noch. Und ich glaube, da sind auch noch jede Menge andere Rohstoffe, die wir da finden werden. So, zack. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir. Ich bin immer noch überlegen, ob wir nicht vielleicht doch die Schwierigkeitsstufe von friedlich auf leicht stellen sollen. Aber ich weiß es nicht, ich bin nicht so der große Kämpfer. Aber das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, oder ob wir das später machen sollen, wenn wir so ein bisschen mehr im Berg drin sind. Da komme ich jetzt nicht mehr ran, oder? Nee. Wenn wir weiter im Berg drin sind, oder wenn ihr sagt, ach komm, lass das so, du baust das ja auch schon so in Survival-Modus. Das würde mich mal interessieren. So, da haben wir den weg. Den können wir hier noch wegmachen. Zack. Zack, zack. Jetzt ist er kaputt. Jetzt haben wir noch einmal unsere Eisenspitzhacke. Oh, da geht das gleich viel schneller. So, zack. Dann können wir den Baum hier vorne noch mal machen. Da haben wir hier mal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Zack, zack. Und sehr schön. Dann können wir mal kurz hier reingucken, wo wir hier waren. Ja, genau. Ach ja, hier hätten wir die Treppe hochgebaut. Und Steine schmelzen ja schon für die Türme. Haben wir schon den Turm angefangen? Nee, stimmt, die Türme haben wir angefangen gehabt. Haben sie aber wieder erstmal weggemacht, weil wir es nochmal ein bisschen erhöht hatten. Stimmt. Ja. So, Leute. Aber wir dürfen gar nicht mehr so weit hier rein. Doch, wir dürfen reingraben, aber nicht mehr hochgraben. Wir können ja mal kurz noch mal eine Runde hier machen. Machen wir noch mal eine Runde, bis die kaputt ist. Was ist das? Ein Höhleneingang. Okay. Ein Höhleneingang. Das ist auch nicht so schlimm. So, aber unsere Spitzhacke ist kaputt. Und jetzt gehen wir mal kurz gucken, was wir so an Spitzhacken jetzt erstellen können. Da brauchen wir jede Menge von. Brauchen wir gar nicht so sparsam sein. Das sieht gut aus. So, Stein ist fertig. Da habe ich schon wieder Bruchstein. Ja, kann man gleich reinsetzen. Auch fertig. Auch fertig. 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 Und fertig. Sehr schön. So. Dann brauchen wir. Zack, zack.
Also brauchen wir erstmal Holz. Dann aus dem Holz können wir ja die Stäbe machen. Genau. Das reicht erstmal. So. Leute, zack, zack. Achso. Zack. Zack, passt. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir uns erstmal 10 Stück. Dann machen wir uns nochmal 2 Schaufeln. Und eine Axt können wir uns auch noch herstellen. Passt. Raus. So. Kiste. Ach, hier hatten wir ja auch noch was. Ach, Mist, egal. So, dann können wir die erstmal herstellen. Dann haben wir schon erstmal genug Leute. Die Axt machen wir mal hier hin. Dann haben wir genug hergestellt. Die lassen wir mal drin. Das lassen wir mal drin. Das lassen wir alles mal so drin. Die Axt tun wir nochmal hier. Dann haben wir erstmal Werkzeug genug. Das ist schön. Das können wir auch mal hierher tun. So, Holz können wir hier rein tun. Können wir auch zusammen tun. Die können wir hier hin tun. So, zack. Eine Spitzhacke tun wir raus. So, was wollte ich jetzt noch? Ja. Zack. Ich brauche mal 4 Stacks voll. Dann machen wir mal schon mal 4 Stacks voll. Hier brennt er auch noch. So, hier ist fertig. Hier haben wir noch. Sehr schön, hier haben wir schon mal 4 Stacks. So, und da können wir die 4 Stacks hier rauf tun. Können wir schon mal. Und sehr schön. Bruchstein. Den können wir ja gleich wieder brennen, ne? Bruchstein müssten wir gleich wieder brennen können. Sehr schön. Dann haben wir hier normalen Stein. So, Leute, und jetzt haben wir Spitzhacken ohne Ende. Jetzt können wir erstmal nochmal schlafen. Weil wir wollten ja nicht im Dunkeln bauen, das habe ich euch ja versprochen, sonst würden die Folgen immer zu dunkel und das finde ich echt doof. So, unseren Weg hier hoch, zack, unser Treppenweg. Ja, die Bäume sind auch schon mal weg, das ist sehr schön. Dann können wir auch, ich würde sagen, wir graben uns jetzt erstmal ein bisschen rein, um noch ein bisschen Stein zu farmen und dass wir genug Stein dann haben, um mit dem großen Eingangstor anzufangen, mit den Türmen. Aber dazu brauchen wir, wie gesagt, jede Menge Stein. So, und ich weiß gar nicht, kann man Obsidian oder wie das heißt, kann man das mit den Eisenspitzhacken abbauen oder brauchen wir da Diamanten, Leute? Wisst ihr das? Das könntet ihr mir ja meine Kommentare schreiben. Das wäre mal sehr interessant. Und ich muss sagen, ich habe euch ja gesagt, ich baue ja dieses Projekt so offline auch für mich weiter, dass ich weiß, wie ich das bauen kann, ob ich das so eine Möglichkeit habe. Ich habe angefangen mit der großen Halle, die werden wir wahrscheinlich auch als erstes bauen. Aber da ist mir passiert, mir ist aufgefallen, ich kann gar nicht so weit in den Berg hier rein, wie ich das gern möchte. Ich kann nicht so weit in den Berg rein, wie ich möchte, weil ich komme auf der anderen Seite schon wieder raus. Der ist gar nicht so gewaltig, wie er aussieht. Deswegen müssen wir laut wie die Zwerge in den Boden graben. Das heißt, wir graben einfach in den Boden ein Riesenloch mit einem Treppensystem, wo wir erstmal ein bisschen weiter reinkommen, vielleicht so 30 Steine, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, dass wir erstmal weiter in den Boden reinkommen und dann können wir auch weiter die großen Hallen bauen. Ich bin gespannt, ich finde, dass ich wollte zwar eigentlich durchgraben, dass man jetzt hier so einen durchgehenden Gang hat. Das geht leider nicht so, wie ich es festgestellt habe, weil der Berg nicht
hoch, weil nach diesem großen Berg geht es ganz flach wieder runter, was ich auch nicht wusste. Aber deswegen ist es ja ein Survival-Projekt. Deswegen bauen wir uns dann einfach runter in den Berg rein. Zwerge gehören auch im Berg, da können wir uns auch ein bisschen weiter reingraben nach unten. Und dann wird das halt erstmal alles unten dann weitergehen. Aber wie gesagt, wir brauchen jede Menge Spitzhacken. So. Genau, auf der Höhe bleiben wir auch. Dann können wir mal hier so ein bisschen. Zack. Das wird später auch noch. Ich weiß nicht, ob wir da die Seitenwände auch nochmal komplett abreißen und dann unsere richtigen Steine, die wir brennen, reinbauen. Aber das glaube ich, das machen wir. Das wird zwar erst später passieren. Erstmal wird jetzt der Grundriss soweit geschehen, dass wir vielleicht dann noch mit der großen Halle dann bald anfangen. Aber erstmal müssen wir, wie gesagt, uns auch in den Boden reingraben. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal ein gutes Stück hier reingraben. Dann bauen wir so eine, wie so eine Halle und in der Halle in der Mitte kommt dann so ein riesen Loch, wo wir uns immer weiter und weiter reingraben. So, aber wenn, bevor wir jetzt die ganze Zeit hier nur das Gleiche sehen, ich mache jetzt das Stück neu. Ich habe ja gesagt, in jeder Folge machen wir mal bisschen dies, bisschen dies, bisschen das, machen nicht nur das Gleiche. So, die Seite noch weg, dann haben wir hier alles schön weg, sehr schön. Steine brauchen wir, die heben wir mal auf. So, aber dann könnten wir mal zack. Steine. Seht ihr, Leute, wir haben schon wieder so viele Steine bekommen. So, zack, 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 zack. So, wie breit haben wir ihn? Das sind drei Steine. Dann haben wir drei Steine breit. Jo, das passt doch. Hier kommt dann eine Leiter hin. Genau. So, zack. So, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Dann fangen wir jetzt schon mal an, ein bisschen die Grundrisse der Türme zu machen. Dass wir nicht nur abbauen. So, zack, zack. Machen wir hier gleich. Würde ich sagen, verbauen wir die zwei Stacks, die wir haben. Jeweils ein Stack, zwei Stacks an einen Turm. Zack, 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 zack. Hier können wir schon mal zumachen. Dann machen wir gleich nochmal zwei hoch. Ein Schaf. So, zack, 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 zack. So, Geronimo. Uah. Dann machen wir hier schon mal zu. So, sehr schön. Dann können wir es auf der anderen Seite auch schon machen. Zack, 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 zack. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. Und zack. Sehr schön. Zack. Haben wir schon ein bisschen die Türme. Dann würde ich sagen, ich muss mal gucken. So ein Zaun aus Stein wäre toll, dass wir den bauen können. Muss ich mal gucken. Muss ich mal Rezepte angucken, aus welchen wir den bauen. Dann können wir das so auch schon machen. Dann sieht das auch schon direkt besser aus. So, zack. Machen wir gleich hier richtig zu. Zack, zack, zack. So, zack. Vielleicht machen wir hier auch zwei Ebenen rein, wo man von einer Ebene hier gucken kann mit Glas. Oder so Gucklöcher, wo man schießen kann. Das könnten wir natürlich auch machen. So, das ist jetzt, glaube ich, die letzte Reihe. Oder danach noch eine. Na komm. Ich glaube, wir haben. Na komm, die Reihe machen wir noch. Das müsste eigentlich reichen. Zack, zack, zack,
Zack, zack. So. Sehr schön. Das passt. Runter. Ja, da haben wir schon mal angefangen. Das ist sehr schön. Aber Leute, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Hey, jetzt geht's wieder Schlag auf Schlag. Wir haben Rohstoffe, wir haben Werkzeug. Jetzt geht's weiter ab. So, auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play-Folge Minecraft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet wieder ein und wollt wissen, wie es weitergeht in unser Zwergenreich. Wenn ihr es wissen wollt, schaltet wieder ein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.